Hey ho, zu einer kurzen Erklärung zu dem, was ihr gleich im folgenden Video sehen werdet. Und zwar ist das ein Zusammenschnitt aus zwei Dark Project Folgen, in denen ich einfach nur ziellos durch die Gegend geirrt bin, weil ich dachte, dass ich unbedingt das Büro von Cripps finden muss, weil da der Schlüssel für die Truhe drin ist. Was totaler Bullshit ist. Aber ich habe es einfach nicht gecheckt, dass dem nicht so ist. Ich war der festen Überzeugung, ich muss das Büro von Cripps finden und muss den Safe finden. Und habe es einfach nicht geschafft, es zu finden. Dementsprechend bin ich zwei Folgen durch dieses Opernhaus geirrt, bin total verzweifelt und habe am Ende diese zwei Folgen in eine kleine Folge zusammengeschnitten. Die geht ungefähr 11 bis 12 Minuten. Also ich habe im Prinzip die besten Szenen zusammengeschnitten und dementsprechend diese zwei Folgen jetzt zu einer zusammengefasst. Es ist so eine Art kleines Special. Im Prinzip kann man es nicht als richtige Folge sehen, weil da einfach nicht wirklich viel passiert ist. Ich habe noch zwei Räume, glaube ich, gefunden, aber das seht ihr ja gleich alles selber. Also, wer es sehen möchte, kann es gerne sehen. Ich bin einfach nur total verzweifelt an meinem fehlenden Orientierungssinn und der Tatsache, dass ich einfach irgendwas nicht gefunden habe, was ich eigentlich auch gar nicht brauche. Egal. Viel Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, der dreht sich nicht um. Sonst habe ich ein dezentes Problem. Hey! Hold it right there, Taffer! Es könnte ja gut sein, dass ich hier schon richtig bin. Wo bin ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich in die Richtung. Also, ob ich zurück muss oder. Ach, ist das schwierig. Das ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt hier rein. Hey! Stop! Yay! Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Aua, aua. Tod, yay! Es geht einfach nicht anders. Und ich habe auch keinen Bock mehr. Ich glaube, ich renne jetzt einfach durch. Ich habe keine Lust mehr. Hey, Überraschung. Oh, ich kann diese Stimmen nicht mehr hören, ganz ehrlich. Es geht mir auf den Sack. Irgendwie glaube ich, ich check gerade nicht, was ich tun muss. Irgendwo scheine ich irgendwas übersehen zu haben, aber ich weiß nicht, was. So, hier war ich ja schon. Aber hier gibt es nichts Besonderes. Außer hier diesen komischen Geheimgang, der nach hier oben führt. Und dann bin ich aber im dritten Stock und das bringt mir nichts, weil ich muss ja zu Cripps. So, jetzt bin ich im dritten Stock. Bei Lady Valerius und bei der Bibliothek. Bringt mir nichts. Nee, weil ich zu Cripps muss. Eine Flashbomb habe ich noch. Probiere ich wieder mal aus. Hier, komm. Zack. Zack. Bam. Gib mir den Schlüssel. Ich wollte doch nur den Schlüssel haben. Dankeschön. So. Tür zu. Ich habe meine letzte Blitzbombe hier verbraucht wegen dir, ey. Okay, wo bin ich jetzt? Ich habe das Gefühl, ich war hier schon. Kann das sein? War ich hier schon? Nein, ich war hier offensichtlich noch nicht. Mit denen ich überall reinkomme. Ja, ich bin richtig. Sehr schön. Nein, 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 nein. Ja, noch ein bisschen was mitnehmen. Tada. Rest will ich nicht, brauche ich nicht. So. Normalerweise. Komm schon. Hier muss es irgendwo ein Safe geben. Und ich müsste eigentlich rein theoretisch, theopraktisch, eben, wow. Ich hoffe, das ist nur eine Theaterrequisite. Theoretisch müsste ich mich im Zimmer im Gemach von dem musikalischen Leiter Mr. Cripps befinden. Und brauche sein Safe. Glaube ich. Ich brauche auf jeden Fall einen Schlüssel. Aber irgendwie
Bin ich hier falsch? Was? Zum Henker? Wo bin ich? Hä? Bin ich denn jetzt blöd? Hier muss doch irgendwo so ein dieser scheiß Safe sein. Ah, hier. Oh, da ist noch was zu mitnehmen. Sehr schön. 1024, gar nicht übel. Ich bin immer noch auf der Suche nach diesem komischen Safe. Der muss doch irgendwo hier sein. Ich probiere es jetzt einfach nochmal in irgendwie da hochzukommen. Beziehungsweise hoch zu den Gemächern der Lady Valerius zu kommen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich in diesem Part jetzt alles abschließen kann. Und ich hoffe es immer noch. Also wenn ich jetzt immer noch irgendwas brauche, dann muss ich zugeben, geht mir das langsam tierisch auf den Senkel. Und ich werde dann versuchen, das Ganze einfach irgendwie jetzt hier abzuschließen. Ich will nicht mehr. Ich will aus diesem scheiß Haus raus. Ich will weiterkommen, Mann. Frau, Mann. Kann ich da noch was mitnehmen? Ja, jetzt sind einfach nur Platten. Plates sind das, Plates. Was ist das denn hier? Das ist ein Geheimgang, though. Gold Plates zum Mitnehmen. Hallo? Gib mir die. Ich will die mitnehmen. Danke. Okay, da ist noch ein Geheimgang. Das ist schön. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon entdeckt hatte, aber ich glaube, ich war hier schon. Weil hier geht's ja genau hier hin. Palim, palim. Nein, ich komme da nicht dran. Ich probiere jetzt einfach mal alle Schlüssel aus, die ich habe. Ich habe ja einen quasi. Nein. Irgendwas fehlt mir noch, aber ich weiß nicht was. Jetzt habe ich immer noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Mann, oh. Einfach mal hier lang. Ich habe einen Schlüssel zu einem Safe. Diesen Safe finde ich nicht, weil ich nicht das Büro von Clips finde. Diese Karten, diese selbstgeklöppelten Scheißkarten sind überhaupt nichts wert, weil die mich einfach nur mega in die Irre führen. Hier ist noch irgendwas, wo ich noch nicht war. Da läuft immer noch eine Wache rum. Die ich jetzt hoffentlich gleich ausschalten kann. Hey, ja. Gut, dann lassen wir das. Oh, oh, da ist noch eine Waffe. Okay, you taffer. Ah, fine. Hey, you! Hi, und tschüss. Ja. Ich will einfach nur mal ganz kurz schauen, ob das hier tatsächlich der Raum ist, in den ich muss. Denn offensichtlich ist er das nicht. Einfach mal angenommen, ich muss tatsächlich hier hinten hin, aber hier ist nirgendwo ein Safe. Jetzt mache ich mal Gorgos-Taktik hier. Einfach hüpfend davonlaufen. Hey, damit ist man wirklich voll schnell. Da ist was, da ist was. Gibt's einen Hebel? Muss ich irgendwas aktivieren? Das ist doch definitiv ein Geheimgang. Hi, Überraschung. Fetter Kerl, ey. Okay, Geheimgang. Aber. Problem. Komm nicht rein. Oh! Aua! Oh, mein Blut. Hier wurde mein Blut vergossen. Wo ist dieser Hebel? Abhauen, abhauen, abhauen. Ich will doch nur da rein, Manu. Warum nicht? Warum komme ich nicht rein? Ah.
Hast du einen Schlüssel? Nein, aber du hast was Wertvolles an dir. An deiner Hüfte. Jetzt komme ich immer noch nicht da rein. Also irgendwie fehlen mir hier diverse Schlüssel. Ich weiß nicht warum. Und vor allem weiß ich nicht, wo ich die herkriegen soll. Das finde ich voll gemein so. Oder ist hier tatsächlich irgendwo ein Hebel? Aha. Aha. Oh, Bingo. Ist ja genial. Davon wusste ich ja gar nichts. Voll gut. Was haben wir hier? I am beginning to suspect that I... I do not have revenge in my blood. Raoul. Whatever. Aber hier ist kein Key. Hier ist hier ist ein bisschen was zum Mitnehmen gewesen, aber mehr auch leider nicht. Wartet ganz kurz. Das sieht aus wie ein Teppich. Und Teppiche kann man in der Regel. Nein, das ist leider kein Teppich. Doch, es ist ein Teppich. Uhuhu. Coole Sache. Wieso, Garrett, willst du hier nicht reinspringen? Halt dich doch einfach fest und geh da. Spring doch einfach da rein. Hallo. Ist es so schwer? Ist es so schwer, da reinzuspringen? Hup. Nee, ist es nicht, Sisse. Oh. Oder habe ich irgendwie versehentlich mal einen Schlüssel weggeworfen oder was? Ich irgendwas verpasst, irgendwas gemacht, das ich nicht hätte machen sollen? Hm. Nehmen wir noch ein paar Wasserpfeile mit. Warte mal hier, nix. Ich war eigentlich so ziemlich überall schon. Was ist going on? Help, someone! There's an intruder! Ja, ja, ja. Würdest du bitte mal aus dem Weg gehen? Save me! Hi, war schon. Wollte ihn einfach mal poken. So, und jetzt bin ich wieder genau da, wo ich vorher auch war. Es bringt nichts. Ich beende das Ganze an der Stelle und versuche irgendwie herauszufinden, wie ich hier weiterkommen kann. Weil es geht mir einfach nur noch tierisch auf den Sack. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich finde irgendwann ein Ende.